Please welcome Ola Källenius, Chairman of the Board of Management of Daimler AG and Head of Mercedes-Benz Cars. Wow, ganz schön voll hier auf der Bühne. Ich freue mich sehr, dass auch vor der Bühne so viel los ist. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Mercedes-Benz auf der IAA 2019. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist offensichtlich, Mercedes-Benz ist elektrisch. Elektrifizierung ist sicherlich das prominenteste Thema auf dieser IAA. Und es ist auch die tiefgreifendste Veränderung unserer Branche, aber bei weitem nicht die einzige. Die Autoindustrie wandelt sich grundlegend. Ich weiß, viele sind ungeduldig, viele geht der Wandel nicht schnell genug. Alle denen möchte ich sagen, wir sind auch ungeduldig. Deshalb gehen wir diese Transformation mit der ganzen Energie und Leidenschaft meiner 300.000 Kolleginnen und Kollegen bei Daimler an. Zusammen mit unseren Zulieferern und Partnern weltweit. Aktuelle Resultate unserer Arbeit sehen Sie hinter mir. Mercedes-Benz wird bis Ende des Jahres 20 vollelektrische und Plug-in-Hybrid-Modelle im Pkw-Portfolio haben. Und wer lokal ohne Emissionen unterwegs sein möchte, dem stehen bei Daimler noch weit mehr Optionen zur Verfügung. Vom elektrischen Smart EQ42 über den Stadtbus E-Citaro bis hin zum E-Cascadia. Mit der Batterie des E-Cascadia allein könnte man ein Smartphone für die nächsten 100 Jahre laden oder mehr als 100.000 Smartphones in einem Truck emissionsfrei transportieren. Alle unsere Elektrofahrzeuge hätten wir heute gerne mitgebracht, aber dafür ist selbst diese Bühne hier in der Festhalle zu klein. Ich denke, es ist klar, die Transformation unseres Unternehmens ist im vollen Gange. Gerade deshalb haben wir uns auch die Frage gestellt, was bleibt? Was ändert sich nicht? Eine Antwort: Wir sind überzeugt, dass der Bedarf an individueller Mobilität in der Welt weiter zulegen wird. Ein aktueller Beleg: Der August war
für Mercedes-Benz erneut ein Rekordmonat mit einem zweistelligen Absatzplus. Wir sind damit weiterhin die führende Premium-Marke global. Auch das ist ein Grund für uns, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Die Weltbevölkerung wächst und die Menschen werden künftig deutlich mobiler sein. Kein Wunder, Mobilität ist im wahrsten Wortsinn Fortschritt. In Ländern, in denen die Menschen überdurchschnittlich mobil sind, ist auch das Wohlstandsniveau am höchsten. Auch deshalb ist Mobilität nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern ein Grundrecht. Speziell für die Marke Mercedes-Benz gibt es einen zweiten globalen Trend, der sich aller Voraussicht nach verstärken wird. Die Nachfrage nach dem Besonderen, nach herausragenden Produkten und Erlebnissen. Der Markt für Luxusgüter hat sich hier in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht. Und Prognosen sagen weiter signifikantes Wachstum voraus. Mercedes war immer auch eine moderne Luxusmarke. Schon das erste Auto war mehr als ein Fortbewegungsmittel. Dieser Aspekt ist Teil unserer Geschichte. Und er gehört weiterhin zu Mercedes-Benz. Unsere Aufgabe ist es jetzt, now, it is our task to redefine what modern luxury is for Mercedes. And in this context, one thing is clear, desirable modern luxury has to be sustainable, but also sustainably fascinating. How can this work? We are convinced that the way to progress is paved by excellent technology. And the essence of the best ideas of our smartest engineers has always been the S-Class. Our customers expect the S-Class to be the vanguard of innovation in the automotive manufacturing industry. One could say that they expect the Mercedes amongst the Mercedes. And thus the S-Class is the symbolic representation of our purpose, the deeper meaning behind our work, our raison d'être, first move the world. And this is what we get up for every morning. Accordingly, this is our guiding principle when developing each and every new Mercedes. Our purpose is based on four concrete principles. Along these four principles, we would like to show you what a full-sized saloon might look like in the future. Ladies and gentlemen, here is the Mercedes-Benz Vision EQS.